Liebe Kolleginnen und Kollegen, hier geht es darum, welche Potenziale offene Bildungsressourcen, also kurz OER, für Geschäftsmodelle in der Erwachsenenbildung bieten. Dabei stehen zwei Fragen im Zentrum. Erstens, wie kann ich OER für meine eigenen Angebote nutzen? Und zweitens, wie rentiert es sich, selbst OER zu produzieren? Die wichtigste Voraussetzung zum Wiederverwenden von Material ist eine offene Lizenzierung, idealerweise die Lizenz CC BY. Mehr Infos zu den verschiedenen Lizenzen finden Sie im eBMOOC Plus. Und was kann alles OER sein? Sie sehen, die Palette ist breit und reicht von Texten und Bildern über Videos, Folien und Websites bis hin zu Audios, interaktiven Materialien oder mobilen Apps. Also kurz, alles, was zum Lernen verwendet werden kann, kann auch OER sein. Auch MOOCs, also ganze Kurse, können offen lizenziert sein. So wie dieser Kurs. Es ist also möglich, den ganzen Kurs oder Teile daraus in das eigene Angebotsportfolio zu integrieren. Rund um diese offenen Bildungsressourcen können Sie dann Ihr eigenes Bildungsprogramm aufbauen. Die offene Lizenzierung erlaubt die kommerzielle Nutzung der Inhalte. Möchten Sie einen MOOC in Ihr eigenes Angebot integrieren, sollten Sie vorab einige Überlegungen anstellen, und zwar zu den Themen Lernumgebung, Kommunikation, Teilnehmerinnenmanagement und zur Anpassung von Inhalten und didaktischem Design. Mehr dazu in unseren Kursressourcen. Bei diesem Modell fällt das Erstellen von Lernmaterialien zumindest teilweise weg. Die Leistung von Erwachsenenbildnerinnen ist nun stärker das Kuratieren von Content, also die informierte Auswahl, die Pflege und die Aufbereitung der Bildungsmaterialien und Inhalte. Außerdem gestalten und begleiten Sie weiterhin den Lernprozess und organisieren Kommunikation, Aufgaben und eventuelle begleitende Angebote. Haben Sie schon daran gedacht, selbst offene Bildungsressourcen zu erstellen oder Ihre Materialien offen zu lizenzieren? Eine wichtige Frage ist dabei, wie sich das rentieren kann. Denn OER selbst kostet ja für Nutzerinnen nichts. Einen Überblick über verschiedene Geschäftsmodelle bietet dieses Kartendeck von Do It Europe. Sie finden es ebenfalls in unseren Kursressourcen. Um OER zu finanzieren, gibt es traditionelle Wege wie eine Projektförderung, aber auch andere Varianten. Ein Beispiel ist das Freemium-Modell. Das bedeutet, dass Nutzerinnen zwar nicht für OER zahlen, aber für erweiterte Services oder kombinierte Dienstleistungen. Das könnte eine begleitende App zum Material sein oder ein begleitendes Bildungsangebot. Ein Beispiel dafür sind die Begleitgruppen bei den Kursen der Marke eBMOOC. Außerdem ist noch denkbar, Lernmaterialien kostenfrei anzubieten, aber Prüfungs- oder Zertifikatsgebühren einzuheben. OER-Produktion und Verbreitung bringen auch Vorteile, die nicht direkt monetär sind. Dazu gehört ein Marketing-Effekt bzw. eine mögliche Reputationssteigerung. Gute OER können die eigene Bekanntheit steigern und Klicks und Downloads auf der eigenen Homepage erhöhen. Das kann wiederum zu mehr Aufträgen führen. Außerdem kann es durch OER zur Verbesserung von Lernmaterialien kommen. Wenn eine Community of Practice gemeinsam an OER arbeitet, baut sich sukzessive ein qualitativ hochwertiger Content-Pool auf, von dem alle profitieren. Sie sehen also, Planen mit OER bietet viele Möglichkeiten und das nicht nur in reinen Online-Angeboten. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg dabei.